Im Nordosten Brasiliens feiert man einen Karneval, der einzigartig ist. Und ganz anders als der Karneval von Rio. Er beginnt in Recife, im Bundesstaat Pernambuco. Und er geht 5 Tage lang in anderen Teilen des Bundesstaats weiter. Pernambuco ist für brasilianische Verhältnisse ein kleiner Bundesstaat. Er ist bekannt für seinen Karneval. Der ist lang, laut, bunt und jeder soll mitmachen. Wir sind bei der Eröffnungsveranstaltung des Karnevals von Recife. Es ist spät in der Nacht. Hunderttausende haben sich versammelt. Vom Riff im Meer wird pausenlos Feuerwerk gezündet. Es ist der Startschuss für den Karneval. Nach dem Startschuss in Recife zieht der Karneval weiter ins Landesinnere. Nach Becerros, Nazaré da Mata, und schließlich wieder zurück an die Küste, nach Olinda. Recife wurde als eine der ersten brasilianischen Städte kolonisiert. Mit der Kolonisierung kamen Portugiesen, Holländer, Inder und Afrikaner. All diese Menschen brachten ihre Musik, ihr Essen, ihre Farben und einiges mehr mit nach Pernambuco. Im Karneval vermischt sich all das. Der Karneval in Pernambuco umfasst mehr als 20 Schauplätze und Veranstaltungen. Sie unterscheiden sich in ihrer Art des Tanzes oder der Kostümierung und wie gefeiert wird. In Recife zum Beispiel findet das meiste abends statt. Man geht mit der Familie hin. In Olinda gibt es den Straßenkarneval mit riesigen Puppen als Besonderheit. Der Karneval von Nazaré da Mata ist für mich einer der schönsten der Welt. Die Menschen, die auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten, haben übers Jahr ihre Kostüme zusammengestellt. Und jetzt, zum Karneval, zeigen sie sich als Maracatuca Boclos de Lança in ihrer ganzen Farbenpracht. Das sind Caboclos de Lança. Sie kommen vom Land. Von da oben kommen immer mehr. Wie man sieht, haben sie Blumen dabei. Und eine Blume stecken sie in den Mund. Sie laufen etwa 5 Stunden. Sie sind also schon 5 oder 6 Stunden unterwegs, wenn sie hier ankommen. Um jetzt hier zu sein. Die Musik nennt sich Maracatu. Viele Schlaginstrumente. Es gibt immer ein Paar, das darstellen soll, woher die Menschen stammen. Eine Frau und einen Mann in Kostümen aus Afrika. Inzwischen wächst unter Frauen das Bewusstsein für Maracatu. Und es gibt jetzt auch reine Frauengruppen. Ist das ein Frauen-Maracatu? Ja. Schön. Es ist ein demokratischer Karneval. Er ist umsonst. Wie man mitmacht, kann man selbst entscheiden. Man kann an einer oder an allen Veranstaltungen der Gruppen, der Blocos und Rossas teilnehmen. Und man braucht niemanden dafür Geld zu geben. Man wählt einfach aus. Die Eröffnungszeremonie dauert die ganze Nacht und geht nahtlos in den Morgen des 2. Karnevalstages über. Das ist der Hahn der Morgendämmerung, der Galo da Madrugada. Jeder kennt ihn. Es gibt Lieder und Tänze über ihn.
Ursprünglich, so heißt es, stand er für eine kleine Gruppe von Karnevalsteilnehmern. Doch diese Gruppe wuchs und wuchs und wurde immer bekannter, bis aus ihr der größte Blocco, die größte Gruppe mit tausenden Teilnehmern wurde. Der Hahn steht heute nicht nur für diese Gruppe, sondern für den gesamten Karneval hier. Mehr als 1 Million Menschen werden an dieser Parade teilnehmen. In Rio schaut man der großen Parade nur zu, hier nimmt man teil. Also, runter mit dem Hut. Jetzt mache ich's wie die Einheimischen. Der Tanz, den die jungen Leute hier zeigen, nennt sich Frevo. Ein besonderer Tanz aus der Gegend um Recife. Was einfach aussieht, ist ein Tanzschritt, der viel Training und Energie erfordert. Die Menschen kommen am Karnevalssamstag zu Tausenden. Der Galo da Madrugada ist der wichtigste Tag. Der Grundgedanke ist, etwas zu spielen, wieder zum Kind zu werden, eine Kindheitsfantasie auszuleben, sei es als Superheld, als Clown oder als berühmter Filmdarsteller. Das Ganze ist ein wunderbares, großes Straßentheater. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit was ich es hier zu tun habe. Sie können auch nichts sagen, weil sie große Masken aufhaben. Die Straße ist gestopft voll. Ein buntes, fröhliches Volk hat den Ort in Beschlag genommen. Ich bin hier hochgekommen, um einen Blick darauf zu werfen. Und jetzt komme ich nicht mehr raus. Also werde ich dem schönen Treiben von hier zusehen. Der Lärmpegel ist so hoch, dass ich laut sprechen muss. Da unten sind über 1 Million fröhlicher Menschen. Alle reden gleichzeitig. Dazu gibt es viele Lautsprecher. Der Umzug selbst ist 8 Kilometer lang. Er umfasst etwa 25 Blockos, große Karnevalsgruppen. Zu jeder davon gehört ein sogenannter Trio Electrico, ein LKW mit Lautsprechern, Instrumenten und vielen Tänzern und Musikern. Sie sind Teil des Umzugs und versuchen, die Menge anzuheizen und als beste Gruppe herauszustechen. Wer will, kann sich ihnen einfach anschließen und mitlaufen. Es ist ein langer Tag. Das Ganze dauert etwa 7 Stunden. Die Blockos sind eine teure Angelegenheit und daher auch häufig Werbeträger, um ein wenig Geld in ihre Kassen zu spülen. Manche machen auf öffentliche Anliegen aufmerksam und werden von gemeinnützigen Organisationen gesponsert. Alle versuchen, die Menge mitzureißen. Das Bemerkenswerteste aber sind die Karnevalslieder. Jeder scheint sie zu kennen, jedes Wort, jede Note und kann sie im Chor mitsingen. Der Umzug in Recife ist nur eine von vielen Formen des Karnevals in Pernambuco. Nach 8 Stunden ausgelassenen Feierns lassen wir das Gedränge hinter uns und fahren nach Becerus, 100 Kilometer landeinwärts. Ich treffe dort Tassila wieder, die aus dem Nordosten stammt und ein eingefleischter Karneval-Fan ist. Hier ist nicht einer fröhlich und einer traurig. Sie sind beide fröhlich. In gewisser Weise steht das für Brasilien, oder? Brasilien ist ein fröhliches Land. Becerus ist die Heimat der Papangus, der Masken. Man gibt sich nicht zu erkennen und kann sein, wer man möchte. Eine große Tradition, die im 19. Jahrhundert begann. Papangu. Papangu. Das kommt von Angu, einer Art Brei, den die Verkleideten verlangten. Sie verlangten Brei? Ja, und die Kinder sagen häufig Papa Angu, weil sie immer Angu essen. So entstand der Name Papangu. Papa Angu. Papangu. Das ist einfach. Am Sonntag kommen alle nach Becerus. Soll ich die probieren? Die finde ich gut.
Das wird heiß. Probier es. Wie sehe ich aus? Gut, du brauchst noch was für die Hände. Dann bist du startklar. Papangu bezeichnet in der Regel eine maskierte Person. Der Brauch entstand vor vielen Jahren, als es für Damen der Oberschicht als anstößig galt, sich auf einem Straßenfest zu zeigen. Daher trugen sie Masken. Im Lauf der Jahre entwickelte sich die Tradition, besondere Masken zu tragen. Und die Papangus wurden zum Markenzeichen von Bezerros. Das hier ist kein Ableger von Halloween, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Diese Kostüme sind Originale. Der Brauch entstand lange, bevor es Halloween gab. Halloween-Masken werden zwar auch benutzt, aber das hier ist etwas völlig anderes. Er sagt, die Maske ist sehr schwer. Ansonsten ist das Kostüm bequem. Aber man kriegt kaum Luft. Das Fahrziel dieses Fahrzeuges ist, wie man lesen kann, das Land der Papangu. Wie du siehst, bedecken sie ihre Hände. Sie wollen nicht erkannt werden. Also nicht nur Masken. Ist das Angu? Echtes Angu. Aus Kokosnuss, Butter und Mais. Die Kinder zogen von Tür zu Tür und fragten, habt ihr Angu? Papangu? Und daraus wurde Papangu. Diese Masken sind aus Zeitungspapier und Leim hergestellt. Sie sind denen sehr ähnlich, die es bereits vor 100 Jahren gab. Was mir besonders auffällt, ist, dass sie alle lächeln. Keine einzige blickt finster drein. Das ist das Wesen der Papangu. Anscheinend gibt es hier keinen Umzug. Man kommt einfach her und hat Spaß. Aber es gibt einen Wettbewerb für das beste Kostüm, richtig? Ja. Sie werden nacheinander vorgestellt. Sie werden nach Nummern aufgerufen. Du musst mir erklären, was das darstellt. Ich verstehe es nicht. Siehst du die ältere Dame im Stuhl? Ja, man muss sie ja hochtragen. Auch wenn man alt ist, kann man zum Karneval gehen. Sie will den Karneval und den Fluss São Francisco darstellen. Siehst du? Sie hat einen Fisch auf der Schleppe. Ja. Jetzt kommt wohl das Original, so wie es früher aussah. Mit Papiertüten, ohne aufwendiges Kostüm. Nein, nein. Das sind Tüten für Zucker, Mais oder Reis. Damals waren sie allerdings nicht aus Papier, sondern aus Stoff. Die sind ein bisschen eintönig. Siehst du die in Gelb und Schwarz? Oh ja, sie verteilen Süßigkeiten an die Jury. Das darf man nicht. Bestechung. Sieht so aus. Es scheint okay zu sein. Hast du die anderen zwei Papangus gesehen? In Schwarz, Blau und Rot? So schön. Es kommen immer mehr. Diese Werkstatt in Bezerros steht allen offen, die lernen wollen, wie man Masken bemalt. Bezerros ist in Brasilien bekannt als Zentrum der Maskenherstellung. Menschen sind überall auf der Welt von Masken fasziniert. Wenn man eine Maske aufsetzt, ändert sich die Persönlichkeit. Es gibt Masken, die Hunderttausende Dollar wert sind. Und diese hier aus Bezerros sind mit Sicherheit wertvoller als die, die aus den Fabrikpressen in den USA oder China kommen. Die Wertschätzung der künstlerischen Kreativität macht diese Masken zu etwas von bleibendem Wert. Von Bezerros reisen wir nach Norden ins landwirtschaftliche Herz der Region, in die Stadt Nazaré da Mata. Dieses Zuckerrohrfeld liegt etwa 50 Kilometer von der Küste entfernt. Vor 500 Jahren stand hier noch Regenwald. Aber seit 4 Jahrhunderten bietet sich dieser Anblick, Zuckerrohr.
Die Portugiesen brachten Millionen von Sklaven ins Land. Vor allem, um das Zuckerrohr zu schneiden. Die Erntetechnik hat sich seit jener Zeit kaum verändert. Hacken, schneiden, hacken, schneiden. Es ist gefährlich, es ruiniert den Rücken und es ist monoton. Einmal im Jahr jedoch haben die Arbeiter die Gelegenheit, ein einzigartiges Fest auf die Beine zu stellen. Maracatu ist ein Fest der Zuckerrohrplantagenarbeiter. Sie schuften 7 Tage die Woche, um genügend Geld für ihre Kostüme zu sparen und den Zauber des Maracatu zu präsentieren. Wir treten 2-mal auf, heute Vormittag und morgen Abend. Man nennt dieses Kostüm Caboclos de Lhasa, Lanzenträger. Man ist sehr stolz auf die Kostüme und das zu Recht. Von überall aus den kleinen Orten ziehen sie zu Fuß in die Stadt. Jeder im Nordosten wird bestätigen, dass das die farbenprächtigste Veranstaltung der Fastenzeit in der gesamten Region ist. Das Fest entstand zu Zeiten der Sklaverei. Es sind alte Traditionen, weitergegeben von meinem Vater und davor von seinem Vater und so weiter. Darum geht es beim Maracatu. Wir pflegen diese Tänze seit über einem Jahrhundert. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir sie den vielen Menschen zeigen können, die hierher kommen. Den Kopfputz zusammenzustellen dauert 1 Monat. Und auch die Camisas de Oro, die Paillettenhemden, fertigen wir hier in Nazaré da Mata an. Die Motive sind lokal, sehr historisch und einer Gemeinde zugehörig. Jede Gruppe, die einmarschiert, repräsentiert ihren Ort voller Stolz. Mein Name ist Bacalhau, was Kabeljau bedeutet. Wir stecken Jahre harter Arbeit in das Schneiden von Zuckerrohr, das Bestellen der Felder und den Verkauf des wenigen, was wir haben, um die Tradition fortzuführen. Wir stellen die Kostüme zusammen, sammeln Rohr, um den Rahmen zu bauen. Wir befestigen eine Kuhglocke daran. Dann binden wir alles zusammen. Wir nähen den teppichartigen Umhang, werfen ihn über den Suau und fertig sind die Caboclos de Lanza. In ihren Mündern tragen sie eine Rose, in der Hand eine Lanze. Die Lanzen sind mit Fitas, bunten Stoffstreifen, geschmückt. Manchmal verkaufen wir alles, was wir haben, und verzichten sogar aufs Essen, um unsere Kostüme anzufertigen. 2 Personen reichen nicht, auch nicht 10 oder 20. Mit weniger als 30 Menschen können wir nicht auftreten. Wir brauchen einen König, eine Königin, Narren und so weiter, den ganzen Hofstaat eines afrikanischen Königshauses. Dazu Sabumba, Tarot, Guica, Minero, Gonge, Trombone. All die Instrumente, die gespielt werden, während der Zeremonienmeister seine Geschichte erzählt. Er leitet die Tänzer mit seinem Gesang an. Ich bin der Zeremonienmeister. Ich bin Mestre Bacalhau. Am Nachmittag kehren wir zurück nach Recife zu einer Veranstaltung im historischen Zentrum der Stadt. Es ist der 4. Abend des Karnevals in Recife und es wird noch immer gefeiert, nur dass heute eine soziale Komponente im Vordergrund steht. Wir sehen hier die sogenannten Blocos Liricos. Hier sollen die Großeltern den Kindern erklären, um was es beim Karneval geht. Und die Kinder sollen dieses Wissen dann an die nächste Generation weitergeben. Die Stimmung ist fröhlich, aber längst nicht so verrückt wie noch vor ein paar Tagen. Der Carnaval Lirico zeigt die poetische, romantische Seite des Feierns. Statt mit Blechblasinstrumenten, die charakteristisch für den Frevo sind, ist hier die Musik sanfter.
Die Teilnehmer sind häufig schon älter und möchten die gute alte Zeit, den Karneval von früher, bewahren. Alguns poucos blocos carnavalescos líricos ainda se mantêm, mas mantém a tradição. Hier sieht man Großmütter mit ihren Enkeln. Man kann die ganze Nacht hier mit der gesamten Familie verbringen. Das ist alles Teil der Blocos Líricos? Ja. Kleine Kinder, 2 oder 3 Jahre alt, versuchen sich hier am Frevo. Oh ja. Hier beginnen sie zu verstehen, was Karneval bedeutet. Sie feiert auf Papas Schultern. Sie liebt den Karneval schon jetzt. Das ist brasilianischer Familienspaß. Die Art von Feier, bei der jeder mitmachen kann. Sie ist fröhlich, sie ist ausgelassen. Es geht nicht alkoholfrei zu, aber das scheint hier jedem klar zu sein. Die Familien kommen her, stärken ihr Gemeinschaftsgefühl und haben jede Menge Spaß. Und die Kinder lernen, was Karneval bedeutet, um ihn auch in Zukunft fortzuführen. Es ist mir gelungen, ein paar Stunden zu schlafen, um mich dann früh zum Endspurt aufzumachen, zur letzten Veranstaltung des Karnevals. Wenn man in Brasilien jemanden fragt, wo der Karneval am besten ist, wird mit Sicherheit Olinda genannt. Die Stadt liegt auf einem Hügel, nur ein paar Kilometer nördlich von Recife, unterscheidet sich aber deutlich. Die Architektur stammt aus der Kolonialzeit, ist Welterbestätte der UNESCO und hier feiert man den Karneval in einer Atmosphäre, die einzigartig in Brasilien ist. Die Leute reisen auch aus anderen Bundesstaaten an, um einen wirklich traditionellen Karneval zu erleben. Das gibt ihn so nur in Pernambuco und hier, in Olinda. Da Olinda UNESCO-Welterbe ist, bemühen sich die Stadtverwaltung und der Bundesstaat sehr um den Erhalt der Gebäude und der mit Kopfstein gepflasterten Straßen. Diese spezielle Anordnung von parallelen Pflastereien wird hier Paralelopípedo genannt. Die Gebäude sind mehrere Jahrhunderte alt und stammen sowohl von den Portugiesen als auch von den Holländern. Die großen Puppen von Olinda kamen in den 1920er Jahren auf. Man schuf sie als eine Art Respektsbezeugung gegenüber verstorbenen Freunden und Verwandten. Wenn zum Beispiel eine bekannte oder beliebte Person aus der Nachbarschaft stirbt, fertigen die engsten Freunde eine solche Puppe an. Auf diese Weise kann die oder der Verstorbene auch weiterhin den Karneval mitfeiern, nur in anderer Gestalt. Im Laufe der Jahre wurde dieser Brauch auf bekannte Persönlichkeiten wie Fußballer, Schauspieler, Politiker und andere Prominente ausgeweitet. Jogadores de futebol famosos, artistas, cantores famosos. Die Straßen sind sehr eng. Man kommt sich vor wie in einer wirklich kleinen Stadt. Ist man doch auch. Stimmt. Man kann den Frevo in den Straßen spüren. Das ist hier Gesetz, dass zum Karneval keine andere Musik außer Frevo gespielt wird. Und alles ohne Verstärker. Ja, es muss eine Trossa sein, mit 5 oder 8 Leuten. Eine kleine Band. Da ist eine. Hört sich nach Frevo an. Die Puppen sind schwer und ihre Träger werden irgendwann müde. Das kenne ich gut. Nach 5 Tagen mit Galo da Madrugada, Papangus, Gaboclos de Lança und selbst entspanntem Karneval der alten Schule muss ich mich jetzt ausruhen.